aussehen lässt. Ein Spiel, zwei Meinungen. Nee, wir sind total unzufrieden. Vor allen Dingen, erste Halbzeit waren wir total spielbestimmt. Die Frankfurter auf Konter gespielt. Da war ich heute beim falschen Fußballspiel. Ne? Ich glaube, dass wir vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit das Spiel schon bestimmt haben, dass wir mehr Tormöglichkeit gehabt haben als Borussia Dortmund. Und mit der Meinung kann ich nicht übereinstimmen. Differenzen löst auch Schiedsrichter Peter Sippel aus. Der Armeinsatz von Marco Rehmer gegen DD, Elfmeter würdig, in diesem Fall ebenfalls einhellige Uneinigkeit. Und dann bekomme ich die Hand von ihm in mein Gesicht hier, können Sie sehen im Fernsehen. Und ich kann nicht weiterlaufen. So. Wenn ich weiterlaufe, kann ich den Ball einfach mitnehmen so, und kann auch nicht durchschießen. Und das ist deswegen für mich, für meine Auswahl, kleine Elfmeter. Das ist jetzt eigentlich ein gestandener Mann und der fällt man nicht um, also es war kein Elfmeter. Zweifelsfrei hat der auswärtsstarke BVB die erste sehr gute Gelegenheit. Ebi Smolareks hübschem Heber, Mops Kyriakos das Happy End. Der Grieche ganz hinten, aber auch ganz vorne ein Artist. Die Uneinigkeit von Wörns und Smolarek verwertet der Eintracht-Verteidiger zum 1:0 in der 38. Minute. Sein erstes Bundesligator, ein besonders schönes. Nach zwei Niederlagen steuert Frankfurt einem Sieg entgegen. Yannis Amanatidis. Roman Weidenfeller verhindert das 2:0. Die Abschlussschwäche ist das eine, ein ganz kniffliges Schiedsrichterurteil das andere Problem. Das Tor von Alexander Meyer wird zu Unrecht nicht gewertet. Abseits meiner Meinung nach um eine Fersenlänge die falsche Entscheidung. Dortmund demonstriert Geduld. Die Flanke von Frei. Smolarek in der 79. Minute mit dem am Ende glücklichen, aber doch gerechten 1:1. Frankfurter und Dortmunder, auch wenn sie es jeweils anders gesehen haben, mehr als den einen Punkt hat sich heute keine der beiden Mannschaften verdient.